Hallöchen, liebe Sonnenfreunde. Heute geht es mal um das Thema Seife aufhübschen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Was brauche ich dafür? Und wo ich jetzt all die Fragen gestellt habe, würde ich direkt mal sagen, hey ho, andiamo, let's go, wir starten. Ihr wisst ja, ich bin immer ein sehr großer Freund davon, erstmal im Haushalt nachzugucken, was hat man denn eigentlich da, was kann man dafür gebrauchen. Ihr wisst selber, wie es ist. Irgendwas fehlt immer. Entweder ist die Bestellung gerade unterwegs oder man hat noch nicht mehr irgendwie so, man ist noch gar nicht so weit, eben halt all dieses. Und Seife aufhübschen funktioniert eben halt genauso wie mit allen anderen Anfängern Sachen eben halt auch. Der Haushalt gibt da wieder feine Sachen her, ja? Okay, als erstes würde ich mal vorschlagen, nehmen wir ein Stück Seife. Das ist so ein Körbchen für Wäscheklammern, das hängt man so an dem Wäscheständer. Das habe ich jetzt meiner Mama geklaut. Jetzt muss sie mal gucken, wo sie mit ihren Wäscheklammern hingeht. Aber ich finde das so cool, weil, guck mal, da kommt von allen Seiten Luft dran und da kann die Seife so schön reißen. Also, ich habe ein paar Seifen mitgebracht. Okay. Also. So, hier haben wir dann ein Seifenstück, das habe ich recht gerade geschnitten. Ihr solltet also auch gucken, dass die Seife so fest wie möglich ist. Sollte nicht zu fest sein, denn dann kann man sich gerne mal verhaken und abrutschen. Sollte aber auch nicht zu weich sein, ne? Dann habt ihr hinterher so eine geschälte Kartoffel. Das matscht dann einfach zu sehr. Gut, also ich nehme dazu gerne meinen, richtig, Sparschäler. Okay, also der hat jetzt hier eine bewegliche Klinge. Da müsst ihr einfach mal gucken. Es gibt ja auch welche mit starrer Klinge, womit ihr am besten arbeiten könnt. Der hier hobelt jetzt relativ fein. Das mag ich jetzt für die Seifen sehr gerne, weil sonst habe ich so viele Seifenhobelreste. Und ich möchte ja lieber Seife am Stück haben. Sparschäler, die dick schälen, mag ich lieber für Kartoffeln. Zum Seife abhobeln. Ich nehme dazu immer gerne hier meinen Restekarton. Ja, ja, ich war schon fleißig. Da kommen alle meine Hobelreste rein. Ich nehme jetzt den Deckel. Dann können wir uns viel besser sehen. Ich muss mal mit meinem Höckerchen hier rutschen. Dann können wir uns viel besser sehen. Die ganzen Hobelreste können alle hier reinfallen. Da muss ich gleich nicht so viel wischen. Ne? So, ich starte einfach. Ich hobel jetzt hier erstmal alle Kanten. Ganz normal wie beim Kartoffelschälen auch. Und dann so lange, bis ich eben zufrieden bin und das Ganze gerade ist. Hier könnt ihr sehen, der hobelt recht fein. Ne? Da bin ich jetzt eigentlich auch ganz zufrieden mit. Darum auch hier jetzt sieht man sehr schön. Ne? Hier, das genau, da sind schon die ersten Riefen drin. Das ist jetzt nicht so schön. Auch das hier hobel ich mal glatt. Ups, habe ich gesagt, vorsichtig, ne? Ich mache dann, könnt ihr das so gut sehen? Ja, ne? Okay. Also, das ist dann auch schon glatt für mich. Das Schöne ist, dann kommen die Farben auch noch so schön zum Tragen. Okay. Na, also wenn man noch keinen Seifenhobel hat, dann ist es eine schöne Alternative. Es nimmt auch gar nicht viel Platz weg. Macht auch Spaß, muss ich mal sagen. So, wer einen etwas breiteren Hobel, nennt man das auch, ne? Gemüsehobel hat, der kann damit eben halt sehr schön hier diese breiten Flächen. In der Kamera kann man das jetzt, glaube ich, nicht so sehen, aber auch hier sind ein paar Schneideriefen drin. Das ist jetzt nicht so schön. Auch das möchte ich dann gerade schneiden bzw. hobeln. Dafür ist der natürlich ein bisschen zu schmal. Dann geht es mit so einem breiten Gemüsehobel ganz gut. Oh, vorsichtig.
Finger, na, ihr müsst gut aufpassen, das ist ja alles so scharf, das kann auch mal blutig enden. Ich weiß, wovon ich rede. So, ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Na, es ist auch schön dünn geschält, kann man jetzt gar nicht. Ich mache das ja auch gerne so, dass wenn ich sie nicht gerade in meiner Aussalzkiste, nenne ich das, in meinem Aussalzkarton aufbewahre, um daraus auszusalzen und dann eine schöne Putzseife zu machen, nehme ich die auch gerne mit, dann muss ich die Flüssigseife unterwegs nicht benutzen. Ja, also auch hier seht ihr, es ist ein schönes, klares Muster zur Geltung gekommen. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Vorsichtig. Und ich denke mal, ihr könnt auch schon sehen, die Seife ist schon recht fest. Na, es ist nicht mal eben so da drüber gehobelt. Na, auch hier von der anderen Seite sieht man schon Unterschied irgendwie. Ne? Das ist schon recht glatt, oder? Auch hier, das Muster ist richtig schön deutlich. So, das ist jetzt soweit alles glatt und sehr schön geworden, wie ich finde. Jetzt fühlt sich das für mich aber noch an den Seiten irgendwie scharf an. Das schneidet jetzt nicht und ich blute auch gar nicht, aber es fühlt sich schon in der Hand unangenehm zu drehen an. Und dann gehe ich einfach mit meinem dünnen Sparschäler wieder hin, setze ich dann direkt hier an die Kante. Ah, das ist sehr schön zu sehen. Und ziehe es einmal drüber. Ja? Und dann sieht man schon, ist die Kante sehr schön abgeflacht. Das mache ich auch mal auf der anderen Seite. Hier sieht man es auch sehr schön. Ne? Und es fühlt sich auch direkt viel glatter und weicher an. Und jetzt könnt ihr überlegen, wollt ihr eben halt immer nur diese beiden Kanten? Oder wollt ihr es tatsächlich wie so ein Bilderrahmen, dass ihr alle vier Kanten einmal gerade abhobelt? Dann sieht das eben halt noch so aus. Ne? Ich finde, das kann man so lassen. Auf der Rückseite mache ich jetzt aber nur die beiden Seiten, einfach damit ihr was sehen könnt. Wie es dann eben aussieht, wenn nur die beiden und die bleiben eben halt glatt und ungehobelt. Ich finde schon, kann sich sehen lassen, ne? Gut, jetzt nehme ich noch ein Seifchen, denn ich möchte gerne noch etwas zeigen. Kennt ihr denn so Schätze, die bei jedem Umzug mit dabei sind, die immer mitziehen, die nie verloren gehen? Keiner weiß, was das ist, wofür man die braucht, hat man überhaupt auch eigentlich nie gebraucht? Jawohl, dieses Ding. Ich nenne es ja Ziseling. Es ist ein Ziseliermesser. Spricht man das echt aus, als wäre man betrunken? Ja, ja, ich glaube, man sagt auch Candelilla. Nee, Candelilla ist so ein schönes Wachs, da macht man so schöne Kosmetika raus. Kandelier. Also man reißt da so schöne Zessen an Orangen oder auch Zitronen eben halt, macht da so schöne Muster in den Schal. Ich habe das Ding noch nie gebraucht. Das war irgendwie, ja, habe ich mir mal in meiner ersten eigenen Wohnung geholt. So ein Set mit Melonenkugelausstechern, Apfelausstecher. Also das habe ich immer alles gebraucht. Dieses Ding nie. Und jetzt habe ich letztens meine Küche von innen und außen ausgewaschen und auch aussortiert. Und habe mir gedacht, brauche ich dich? Wenn nein, gehst du in die Tonne. Und wenn ja, dann natürlich, ich brauche alles zum Seifeln. Das Ding darf also hier bleiben, dieses, ich nenne es Ziselings, das kann ich besser aussprechen. Ja, wir fahren aber zuerst fort, indem wir den Sparschäler nochmal ansetzen und die Kanten alle schön begradigen. Einmal schön abhobeln, das ist alles schön glatt. Nur noch mal so zum Zugucken, damit ihr wisst, wie es geht, falls ihr das von gerade bis jetzt vergessen habt. Na? Ja, ist das hier ein. Kann man das so sehen, dass das eben halt so ein bisschen uneben ist? Ne? Pingelige wie ich wollen es gerade haben, setzen mit dem breiten Obel noch einmal an.
auch auf der Rückseite. Immer schön aufpassen und vorsichtig sein und sich nicht wehtut. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt von hier unten, ich sitze auf einem Höckerchen, kann so gerade über die Tischkante gucken, damit ihr mich besser sehen kann. Und könnt, damit ihr mich einfach besser sehen könnt. Denn ja, und deswegen habe ich einen komischen Winkel, ist ein bisschen schwierig zum Schneiden. Also jetzt bitte nicht die Krise kriegen. So, okay, also ich hatte ja schon gesagt, ne, die Kanten hier, die sind ja recht hart und dann kann man das mit dem Hobel. Man kann jetzt aber auch mit dem Zisel links hingehen. Und dann hier, könnt ihr das sehen? Ja, ne? Genau, schön an der Ecke ansetzen. Einmal, das ist so mein Special-Tipp für heute. Einmal eben halt, dann hat man schon eine schöne Stufe. Ich mache mal weiter, dass ihr da mal sehen könnt. Also da kann man dann auch wieder sagen, okay, ich mache das halt nur links und rechts. So, und dann hat man auch hier recht dicke Nudeln, wie man sieht, die man da so abschält. Ne? Kann man auch wieder wunderbar unterwegs mitnehmen. So, das kann man jetzt so lassen, wenn man das so gerne möchte. Oder ich zeige einmal, wie es aussieht, wenn man tatsächlich alle vier Kanten abhobelt. Das ist doch hübsch, oder? Das sieht doch tatsächlich aus wie so ein Bilderrahmen. Okay, der ist jetzt ja, ziemlich modern, ne? Ein bisschen abgeschrägt. Aber ich finde, das sieht ja schon richtig cool aus. Da kann man auch so richtig schön mein kleines Muster sehen, was ich da eingearbeitet habe beim Sieden. Wenn man möchte, hat man noch Platz für ein kleines Stempelchen. Dann sieht das doch schon aus wie so ein Bilderrahmen, oder? Das kann man jetzt entweder so lassen. Ich würde es, ne? Ich würde das auf der Seite, so sieht so ein bisschen aus wie so ein Fernseher, ne? Kann man aber auch, wenn man gerne möchte, kann man das auch von der anderen Seite machen. Ich mache das jetzt auch mal, damit ihr einfach seht, wie es von beiden Seiten aussieht. Und entscheidet dann einfach von Seifenstück zu Seifenstück für euch, wie ihr es gerne haben möchtet. Da ist ja dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt. Hatte ich eigentlich schon gesagt, die Seife sollte nicht zu weich sein, dann kann man das am besten hobeln. Sollte aber auch nicht zu hart sein, ne, um eben halt sich nicht zu verletzen. So. Ne? Also so würde das Ganze dann jetzt von beiden Seiten aussehen. Kann man machen, wie man gerne möchte. Ich finde jetzt eine Seite reich, kann man eben halt so lassen. Ich mache das mal probehalber noch mit einem zweiten Stück, damit ihr es dann noch mal sehen könnt. Ah, hier. So. Na, also auch hier fange ich wieder an mit meinem Hobel, das alles gerade zu hobeln. Ja, um zu gucken, ob und wann ist denn eigentlich eine Seife fest genug. Boah, da müsst ihr mal vom Seifenrezept und auch von den Witterungsbedingungen. Ja, da müsst ihr also mal gucken. Das kann schon mal länger und kürzer dauern, ne? Je nachdem, wie fest da so eine Seife schon ist. Probiert es einfach mal. Ihr kriegt ein Gefühl dafür. Ihr kriegt ein Gefühl dafür. So, jetzt haben wir alle Seiten abgehobelt. Jetzt geht es dann eben halt auch wieder an die Flächen. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen, dass das hier echt uneben ist. Da war die Seife nämlich noch, ja, da war ich ungeduldig. Die Seife zu früh geschnitten quasi. Und deswegen ist sie hier noch ein bisschen nicht verpampelt. Also es lohnt sich tatsächlich, Geduld zu haben und zu warten, um eine schöne glatte Seife herzustellen. Dann hat man hinterher auch nicht so viele Hobelreste. Okay, da kann man ja jetzt was mit anfangen. Auch hier sieht man wieder sehr, sehr schön, kommt das kleine, zarte Muster doch echt gut durch, wenn es einmal abgehobelt ist. Ne? Auch hier ist es nicht ganz so deutlich. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es hier einmal abgehobelt ist. Natürlich, da ist es doch schon wieder deutlicher. Ja, und jetzt, wie versprochen, hatte ich ja gesagt, ich ziehe es jetzt einfach mal nur auf einer Seite ab. Arbeitet ruhig langsam und mit Ruhe eben. Na, habt ihr ja gerade gesehen, ich bin abgerutscht. Ist natürlich der bekannte Vorführeffekt. Dann wird es auch ordentlicher. Nehmt euch Zeit, ne? Das hat auch was mit Kreativität zu tun.
So würde es aussehen, wenn man jetzt nur die zwei Seiten macht. Finde ich eigentlich ganz schön. Sieht sehr gut aus. Ich gehe dann gerne noch dahin, weil mir die Kanten hier wieder zu scharf sind und hole sie einmal ganz leicht mit dem Sparschäler ab. So, das sind ja auch nur so kleine Ministückchen. Ne? Ich finde das so schon sehr schön. Ich würde es jetzt auch so lassen und eben halt auch nur auf der Rückseite diese scharfen Kanten einmal brechen, sagt man auch gerne dazu. Kanten brechen. Dann hat man auch nicht ganz so viele Hobelreste. Ihr seht schon, da ist einiges zusammengekommen, ne? Finde ich eben auch, das stimmt wohl. Ja, könnt ihr das so sehen? Genau, da habe ich es an den Seiten abgehobelt, sieht man ganz gut. Und hier eben auch immer gut. Hier diese ganzen Krümelchen, die bleiben dann. Die kann man ganz gut wegstreichen. Und dann hat man eine schöne, glatte, ordentliche, gerade Seife. Das waren meine Special-Tipps für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht auch so ein Sizzlings. Wenn ihr noch Ideen habt, gerne her damit. Dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche euch viel Spaß beim Seife hobeln und aufhübschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!